Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Menschen. Mein Name ist Micha Waletzko und ich grüße euch zu einer neuen Sendung. Ihr Lieben, zwei Dinge möchte ich heute vorstellen. Der Sender EWTN kam auf mich zu und bat mich darum, ein bisschen Werbung zu machen für einen richtig, richtig coolen Film beziehungsweise für eine Serie, die auf EWTN erscheinen wird. Und zwar heute um 17.30 Uhr. 17.30 Uhr ist schon rum, aber die Wiederholung kommt um 22.30 Uhr. Am Ostersonntag um 19.30 Uhr, Ostermontag 9.30 Uhr und am Dienstag um 17.30 Uhr. Und zwar eine Doku heißt Zeichen und Wunder. Dort werden Wunder aus aller Welt, vor allem eucharistische Wunder, behandelt und ich empfehle euch, euch diesen Film anzugucken. Die zweite Sache ist, es gibt noch einen zweiten Film. Krasserweise sind beide heute rausgekommen, am Gründonnerstag, zur Einsetzung der Eucharistie. Also vor 2000 Jahren, für die Protestanten draußen oder Muslime, wer auch immer zuschaut, was ist vor 2000 Jahren passiert? Also an dem heutigen Abend verrät Judas Jesus und Jesus setzt seine Priester ein. Seine Apostel weiht er zu Priestern und Bischöfen und gibt ihnen die Vollmacht, aus Brot und Wein Fleisch und Blut Christi, sein eigenes Blut zu machen. Das heißt, durch die Worte, die der Priester auf dem Altar spricht, verwandelt sich Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Diese Vollmacht hat er ihnen gegeben am Gründonnerstag beim letzten Abendmahl. Wir nennen es auch Einsetzung des Priestertums oder Einsetzung der Eucharistie. Und krasserweise sind, wie gesagt, diese beiden Filme, sowohl von auf EWTN als auch auf YouTube, Povoane bedeutet berufen, unten im Einstellungsbutton bei YouTube könnt ihr die Untertitel einschalten, dann schaltet ihr einfach Deutsch ein und dann wisst ihr, was dort gesagt wird. Ich habe die ganzen Untertitel gemacht für diesen Film. Richtig, richtig, richtig guter Film und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video, wenn ihr diese Links euch anguckt, wenn ihr euch diese Videos anguckt und wenn ihr diese Links weitergebt an eure Liebsten, an die Leute, die mit Ostern vielleicht überhaupt nichts zu tun haben, die vielleicht vergessen haben, dass es nicht um den Osterhasen geht, sondern dass es darum geht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alle Sünden dieser Welt auf sich genommen hat, damit wir die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Checkt die beiden Links unten in der Beschreibung, sowohl Berufen, Povoane, Berufen, als auch die Serie von EWTN Zeichen und Wunder. Alle Zeiten habe ich unten hinzugefügt. Checkt es, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen grünen Donnerstag und einen wundervollen Karfreitag. Bis morgen oder übermorgen. Ciao.